Zugeschaltet ist jetzt Hubert Aiwanger von den Freien Wählern, Wirtschaftsminister von Bayern. Und Herr Aiwanger, willkommen und guten Tag bei Welt. Sie sympathisieren ja mit diesem Gedanken, wollen das transformieren auf Deutschland, diesen dänischen Vorschlag. Wie genau soll das funktionieren? Was haben Sie sich da vorgenommen? Ja, es soll auf alle Fälle nicht Richtung Schikane oder Demütigung rauslaufen, wie vielleicht einige vermuten. Oder auch das Wort Arbeitsdienst passt hier ausdrücklich nicht, sondern es geht darum, dass wir Menschen, die in Langzeitarbeitslosigkeit sind, das ist ja rund 1 Million in Deutschland, dass wir die wieder an ein geregeltes Arbeitsleben heranführen, also Arbeitsanbahnung vielleicht als richtiger Ausdruck. Und ich würde die Leute dort einsetzen, wo wir früher vielleicht die Zivildienstleistenden eingesetzt hatten, die nicht zur Bundeswehr gingen, also vielfach im sozialen Bereich, im öffentlichen Bereich, momentan auch in der Pflege. Wir sind ja mitten in einem Pflegenotstand. Jede helfende Hand ist dort dringend gebraucht. Und wir haben das Problem, dass vielleicht Pflegekräfte derzeit die Küche putzen müssen und der Langzeitarbeitslose würde gern arbeiten und sitzt zu Hause. Also diese Leute müssen dort eingesetzt werden, wieder an das Arbeitsleben herangeführt werden und können damit für den ersten Arbeitsmarkt wieder fit werden. Herr Aiwanger, sagen Sie doch mal, ab welchem Zeitpunkt soll denn diese Verpflichtung greifen? ALG I, ALG II, Hartz IV, wann denn? Also ALG I ist ja das erste Jahr. Auch hier würde ich mir mehr Hinzuverdienstmöglichkeiten wünschen. Aber der Langzeitarbeitslose ist ja der, der länger als 12 Monate arbeitslos ist oder bei über 50-Jährigen dann 24 Monate. Die sollen dann sehr zeitnah mit Auszahlung oder mit dem Zeitpunkt, wo sie in die Arbeitslosigkeit 2 kommen und dann eben Hartz IV. Ab diesem Zeitpunkt spätestens ist der richtige Punkt, wo wir sagen, du bist zu wertvoll, um zu Hause zu sitzen und Fernsehen zu schauen. Wir brauchen dich in der Öffentlichkeit beim Reinigen von Parks, beim Bauhof zu schauen, wo wirft man die Flasche richtig rein, im Pflegeheim, um dort in der Küche mitzuhelfen und so weiter. Herr Aiwanger, mag ja sein, dass das zündet und der Mensch sich wirklich wertvoll fühlt, aber sagt, wertvoll oder nicht, ich mag nicht. Und was passiert dann? Ja, derzeit gibt es ja die Sanktionsmöglichkeiten, dann wird eben ungefähr 30% des Hartz-IV-Zuschusses gekürzt, aber man darf die Leute nicht auf null zusammenstreichen. Genau deshalb will ich das nicht als Schikane sehen und die Leute anzustacheln, sondern zu sagen, das ist deine Chance, wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Ich würde die Dinge auch honorieren, nicht zu sagen, du bekommst nichts, wenn du nicht kommst, sondern du bekommst obendrauf was, wenn du dich nützlich machst. Dann sind wir aus der Nummer raus, die Leute zwingen zu müssen und nicht zwingen zu können. Das ist nämlich das Problem, Herr Aiwanger. Denn kann sein, dass ich falsch liege, aber wenn Sie heute schon Maßnahmen des Arbeitsamtes ablehnen, dann wird das doch schon reglementiert. Und dann ist es doch egal, ob ich die versuche, über einen freiwilligen Arbeitsdienst zum Arbeiten zu bringen oder nicht, weil wenn ich nicht will, dann will ich nicht. Auch mit den entsprechenden Konsequenzen. Genau das hatte ich ja gesagt. Genau das hatte ich Ihnen gesagt. Derzeit kann man nur bis 30% kürzen. Man kann denen nicht null geben, sonst würden die ja zu kriminellen Taten angestachelt werden, um sich über Wasser zu halten. Aber wir müssen honorieren, dass der sieht, jawohl, ich werde wertgeschätzt. Der Bürgermeister klopft mir auf die Schulter und sagt, seit du bei mir arbeitest, war der Freibadbereich noch nie so sauber. Und du kriegst obendrauf im Monat ein paar hundert Euro zusätzlich. Dann kommt der, dann ist der wertgeschätzt. Dann ist er für den nächsten Arbeitgeber ja ein wichtiger Partner und der stellt den dann ein. Herr Aiwanger, ich glaube, das Ganze ist schon mal probiert worden und zwar kurz nach der Wende, als im Osten reihenweise Betriebe geschlossen wurden. Und ich kann mich erinnern an den Aufschrei der Wirtschaft, das macht den ersten Arbeitsmarkt kaputt. Gebracht hat es nicht, wurde sang- und klanglos irgendwann wieder eingestellt. Wir müssen hier nicht nur auf die Arbeitgeber hören, wenn die das nicht so toll fänden, aber die finden das toll, weil aus diesen Personenkreisen, diese 1 Million Leute, da wird vielleicht dann mittelfristig 100.000, 200.000, 300.000 wieder bei Arbeitgebern der ersten Arbeitsstelle die Leute ankommen und die anderen sind eben weiterhin diejenigen, die die Parks sauber halten und Bauhof aufpassen und in der Pflegeeinrichtung soziale Dienste unterstützen. Die sind ja genauso wichtig wie der Industriearbeitsplatz am Ende, damit unsere Gesellschaft funktioniert.